Musikmesse 2014 und für euch am Start musikmachen.de und unser Kameramann hat gerade schon dieses geile Schlagzeug da oben hier im Hause Mapex abgefilmt. Ihr seht, mal gucken, ob da nachher noch jemand spielt. Vor uns haben wir auf jeden Fall erstmal die neuen Armory Snares aus der neuen Armory Series. Und Gerd, du kannst mir Näheres dazu erklären, oder? Ja, kann ich. Also, Armory ist die logische Füllsituation zwischen MPX und Black Panther. Ja, also da gab es, da klaffte bis heute ein großes Loch in dieser Preisklasse. Die haben wir mit der Armory-Serie jetzt geschlossen. Wir haben 5 neue Modelle. Es gibt einmal den Stahlkessel hier, die Tomahawk. Also Armory ist ja die Bewaffnung und deswegen heißen sie auch nach Waffen. Das ist die Tomahawk Snare, ein 1 mm Stahlkessel, der erstmal standardmäßig auch mit den Armory-Sets ausgeliefert wird. Ja, also die ist bei allen Armory-Sets auch dabei. 1 mm Stahl, 14x5,5 Zoll. Dann geht es hier weiter mit der Daisy Cutter. Das ist ein gehämmerter Stahlkessel, auch 1 mm, 14x6,5. Sieht sehr schick aus. Ja, finde ich auch. Dann die Peacemaker, das nächste Modell. Das ist ein Maple Walnut Mischkessel in 14x5,5. Weiter hier die Dillinger. Man beachtet immer diese Lackierung und diese Finishes. Ja. Also hier haben wir einen Exotic Kessel sogar. Wirklich schönes Teil. Das ist ein reiner Ahornkessel. Hier geht es weiter die Exterminator, ein Birch Walnut Mischkessel. 14x6,5. Das wäre die letzte Variante. Und du sagtest hier, die Tomahawk, die liefert ihr direkt mit diesem Armory Set aus. Die anderen sind wahlweise dazu zu haben, ne? Und Nee. Also es ist ein ganz eigenes Programm. Wir haben uns dazu entschieden, die Tomahawk erstmal standardmäßig. Also es ist eine sehr, sehr gute Standards-Stahl-Snare, deswegen passt das einfach in jede Konfiguration, in jedes Setup. Deswegen haben wir die dazu gepackt. Aber Armory Snares ist erstmal ein komplett eigenes Programm. Also 5 neue Modelle, wie gesagt. Man kann es nicht wählen. Also, aber ihr könnt es bald im Laden selbst auschecken, welche Snare euch dann am allerbesten gefällt und ob ihr die dann irgendwie später dazu kauft. Natürlich hat jeder Drummer mehrere Snares, ist klar. Hast du denn schon OVPs für uns? Die OVP liegt bei etwas über 250 Euro. Was für, also ich meine, wenn man sich das mal hier anguckt und wenn man, leider werden wir den Sound nicht wirklich hier über dieses Mikrofon hören können, aber es sind alles Sahne-Snares. Die in der Preisklasse einfach unschlagbar sind. Ja, definitiv. Also wie gesagt, hier haben wir diese Burl-Finishes, ein paar Exotic-Sachen. Sehen supi aus, haben super Finishes und wir sind raus. Danke.